Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Golden Sun. Wir befinden uns hier in Altin. Und ja, hier ist Hochwasser. Wie ihr sehen könnt, alles steht unter Wasser. Und ja, gehen wir mal hier in die Höhle. Weil hier eine Truhe ist mit einem Psi-Kristall. Kann man das Wasser eigentlich in eine Flasche aufbewahren? Ui, was ist denn das für ein Vieh? Ruhe. Okay. Gehen wir hinein. Die Berge von Altin. Da ist es ja wieder. Okay. Frost. Zeigt uns quasi, wie wir das handhaben müssen. Aber das, was du kannst, kann ich auch, Freundchen. Ich verfolge dich auf Schritt und Tritt. Ja, Freundchen, du entkommst mir nicht. So, lebende Statue erscheint. So, und zwar Granit. Dann Esse. Riese. Und Nebel. Ja, Nebel bewirkt Folgendes. Der Gegner kann eventuell einschlafen, ist aber nicht garantiert. So. Aber er ist in diesem Fall eingeschlafen. Was uns wieder eine gute Chance bringt. Und wir machen eine neue Beschwörung, nämlich Tiamant. So, erstmal C4, damit unsere Geschwindigkeit erhöht wird. Dann Quarz, nützt überhaupt nichts, aber kann man ja trotzdem mal machen. So, Tiamant ist quasi ein Feuerdrache. Ein starker Feuerdrache. Die Statue schläft immer noch. Jetzt ist er aufgewacht. Und ja, greifen wir einfach mal an und mal schauen, ob oder ob nicht oder ob doch, wer weiß. Also nicht, gut. Corona verbindet sich wieder. So, Corona, was kannst du? Hebt Verteidigung des Teams an. So, ich habe keine Ahnung, wie viel der aushält. Hauen wir einfach mal drauf, was wir hergeben. Ach, da ist es schon besiegt. Da ist es schon besiegt. Eiskristall haben wir erhalten. Was kann denn der Eiskristall? Aktiviert Frost. Ja, das können wir zum Beispiel Ivan geben. Dann kann er auch Frost einsetzen. Er zaubert ja sowieso zu wenig. So, ja. Gut. Dann kann Mia sich halt auch mit um die Heilung kümmern. Falls wir mit Isaac mal zu wenig PP haben. Kann ja manchmal sein. So, jetzt können wir hier nämlich wieder raus. Und wir können eine Etage weiter tiefer. Und irgendwo ist dann... Genau. So, was haben wir denn hier überhaupt? Itemlan haben wir. Na, mal gucken, was wir haben.
Sortiment. Erstmal verkaufen. Das Breitschwert, das brauchen wir nicht mehr. So, das können wir wieder geben jemanden. Hier die Streitaxt wird verkauft. Und die Kleidung. Die Adeptenkleider. Dann was das. Kaufen können wir alles, aber machen wir nicht. So. Gut, ein bisschen sortieren wieder. So, Psy-Kristall geben wir ihn. Gut. Dann stimmt wieder alles. Und jetzt gehen wir hier hinein. Berge von Altin. So, dort geht's rein. Und zwei Schleimbestien. Eins, zwei, drei, vier. Oh Mist, die Spaten vermehren sich. Da machen wir mal ein bisschen Stimmung hier. Und zwar mit allen Beschwörungen. So, besiegt, besiegt, besiegt. So. Ja, die Beschwörungen sind sehr, sehr praktisch. Ich glaube, das hier ist der richtige Weg, also werde ich nochmal zurückgehen. So, denn wir möchten ja auch einiges finden. Hier einfach drauf. Ist ja nur einer. Da ist er nämlich schon besiegt. 51 Punkte kriegen wir von einem. Okay, hier müssen wir später erst weiter. Okay. Habe ich mir vermerkt. Und eine Tarantel. So. Einfach mal drauf und da ist besiegt. 58 Punkte. Ist auch ziemlich viel. Und ja, gehen wir einfach weiter. Links ist nichts, rechts einfach den Schienen lang. So, eine Tarantel und ein Krieger, ein Skelettkrieger. So. Oder wie heißt er genau? Knochenkämpfer, okay. Eins. Zwei. Drei. Da ist er besiegt. 109 Punkte. So, ist hier irgendwie wo was? Nein. So, dann gehen wir mal weiter. Treffen wieder mal auf den Tarantel. Einfach nur lässt sich die Viecher. Aber wenigstens geben sie ein paar Punkte. So, was haben wir links? Da haben wir schon wieder den Speier hier. Eine Lore. Das bringt gar nichts. So, dann würden wir da lang. So, eins. Zwei. 3, 4, gut, dass er gelähmt ist. So, da ist jemand wieder ein Level gestiegen, finde ich sehr gut. Ja, und mit der Lore müssten wir dann einfach nur rüberfahren. So, haha. Ostara. Mars. Angriff auf ihn und Neptunoid. So, Ostara. So. Zack. 116, 165, 129 und 75 Schaden. Und einmal Mars noch. Und wieder ein Levelanstieg. So, was ist dann auf der anderen Seite gewesen? Zwei Kalmari. So.
sind so eine Art Tintenfische. So. Zweite Runde. Und besiegt. 118 Punkte kriegen wir. So, was ist nun hier rechts noch? Nichts, alles klar. Umsonst gelodged. So, und Neptunoid. So. Gut. Besiegt, besiegt und besiegt. Und Ivan noch ein Levelanstieg, so. Gut, dann würde ich mal die... okay. Die... unwichtigen, die zum Beispiel Verteidigung erhöhen oder Schnelligkeit, die werde ich einfach mal jetzt auf Standby schicken. So. Sprudel. Okay, bei ihr lasse ich mal alle. Weil ihre Gyms sind doch am praktischsten. Hier einfach mal in die Lore rennen. Und wir springen hier rüber. Und bekämpfen auch ihn jetzt. So, Kiesel, Fieber, Böe und Nebel. So, 28, 78, 80. Er macht eine Tundra. Oha. Damit habe ich nicht gerechnet. Geysir. Machst du mal. Ostara. 173. So, Tiamant. 237 und damit auch schon besiegt. So, halt. Ich will ja nicht tauschen, ich will ja einsetzen, aber das kann ich so gar nicht. So. Ja. Jetzt gibt es zwei Wege, einmal hier und einmal dort hinten. So, wir gehen erstmal hier lang. Weil den anderen Weg kann man hinterher immer noch gehen. Mit Tarantel. So, Quarz. Zack und zack. Und Ivan wurde wiederbelebt. Juhu. So, ist halt auch nicht garantiert. Aber das macht nichts. Oh je. Den Zauber haben wir, glaube ich, noch gar nicht. Oh, Entschuldigung. Den Zauber haben wir noch gar nicht. Oder kann ich das mit Kraftwelle machen? Empfänger? Da war irgendein Zauber, der da vonnöten war. Ich glaube, der ist genau in dem anderen Raum. Gut. Oder wir müssen nochmal komplett raus. Kann auch sein. Glaube ich aber nicht. So. So. Ja. Na los, mach mal trockener. Und du setzt Sprudel auf Ivan ein. So. Ich glaube, wird gar nicht mehr. Doch, wird noch. So. Und jetzt einfach drauf.
Zack, zack, zack. So. Nun gehen wir zum anderen zurück. Die Frage ist, wo war das nochmal? Hier war es nicht. Wir müssen nochmal eins zurück. Genau, und dann dort auf der anderen Seite. So, eins, zwei, drei. Und... na tolle Wurst. Vier. Die Wand wurde vergiftet. Wenigstens hält das Gift nur für den Kampf an. Ja, nein. Tut's nicht. Das wusste ich. Aber wir haben ja zum Glück Gegengift. Genau. Und hier rein jetzt. Jetzt hier weiter runter. Und irgendwo müsste ein Zauber sein. Neue Gegner. Yippie-hu. So. Kiesel. Fieber. Böhe und Geysir. So. Und zack. Besiegt. Und Geysir trifft natürlich. Aber er lebt noch. Das muss man mal schlagartig ändern. So, Rauchbombe. Gut. Auch hier wieder mit Lorenfarben. So. Einmal. Zweimal. Dreimal. Viermal. Das war's. So. Wo haben wir denn hier überhaupt was? Anscheinend nirgendwo. So, Granit. Esse. Riese. Und du machst einfach mal Neptunoid. So. Einfach mal Verteidigung erhöhen. So, Neptunoid. So. Okay. Sind noch nicht besiegt. Aber auch diese vermehren sich. So, eins. Dann nochmal Ostara. Oh. Genau. Gut. Ja, Freunde, dann würde ich sagen, weiter geht's im nächsten Part. Und ja, bis dann. Ciao, ciao.